Elegy for Tyrene. Welcome to the world through my eyes. In unserer Live-Übertragung von den Donaueschinger Musiktagen spielte das SWR-Symphonieorchester die Uraufführung der Komposition von Martana Roberts. Wie Martana Roberts, so hat auch die Komponistin des nächsten Stücks heute Abend ihr Donaueschingen-Debüt. 1991 wurde Sara Glojnaric in Zagreb in Kroatien geboren. Dort studierte sie auch Komposition bei Davorin Kempf, im Anschluss dann bei Martin Schüttler in Stuttgart. 2016 begann sie eine Kompositionsreihe mit dem Titel Sugarcoating, Zuckerguss. Die Stücke thematisieren Mechanismen oder Bausteine der Popmusik. Mechanismen, die für Sara Glojnaric immer auch Mechanismen und Entwicklungen in unserer gesellschaftlichen Kultur spiegeln. Es gibt erstmal eine Recherche, die ich 2016 gelesen habe, die mich inspiriert hat, diese Reihe überhaupt anzufangen. Und die hat über 1 Million Popsongs analysiert, also auf einer rein parametrischen Ebene. Das ist keine klassische musikalische Analyse, sondern auch eigentlich eine große Computeranalyse. Und es hat sich herausgestellt, dass die Popmusik so drei klare Tendenzen hat in der Entwicklung. Und das ist, dass es immer wieder lauter wird, also 1 Dezibel alle 8 Jahre, was ziemlich viel ist. Die Aufnahmen in den 60ern waren wirklich nicht so laut wie heutzutage. Und das liegt daran, dass unsere Kopfhörer, unsere Soundsystems halt ein bisschen anders gebaut sind, vielleicht auch nicht so gut sind und können nicht den ganzen Frequenzbereich wiedergeben. Und dann muss man die Stücke bzw. die Songs stark komprimieren, dass alle Informationen sofort verfügbar sind. Und das ist natürlich zum Beispiel so eine Konsequenz oder eine Tendenz, die halt nicht nur in der Musik vorkommt. Ja? Also das ist, würde ich sagen, auch gesellschaftlich so. Also Komprimierung und dass alle Informationen sofort lieferbar sind, ist was, wo ich sehr viele Parallelen sehe. Also Komprimierung, Lautstärke, immer wieder lauter. Und dass das Material sehr homogen wird und repetitiv wird. Das sagt Sara Glojnaric im Gespräch über ihre Reihe Sugarcoating. Das ganze Gespräch finden Sie auf unserer Internetseite swr2.de. Wie auch vieles andere, was wir schon vorbereitet haben für diese Musiktage und ihre Übertragung daraus. Das 2022 uraufgeführte Orchesterstück Sugarcoating No. 4, das jetzt hier in Donaueschingen zur deutschen Erstaufführung kommt, ist das letzte der Reihe. Zugleich sagt die Komponistin eine Art Best-of. Es geht da um Synchronisierung und Homogenisierung. Alle müssen immer gleichzeitig spielen in jeder Gruppe. Das sind Phänomene, die sie in der Popkultur stark vertreten findet. Und jetzt in ihrem Orchesterstück werden sie zelebriert. Hören Sie jetzt also Sugarcoating No. 4 von Sara Glojnaric. Das SWR-Symphonieorchester spielt unter der Leitung von Baldur Brönnimann. Thank you.
Donaueschinger Musiktage 2023. Wir senden live in SWR 2 und im Videostream auf SWR Kultur. Das war gerade die deutsche Erstaufführung von Sugarcoating No. 4 für Orchester von Sarah Gleunerich. Baldur Brönnimann dirigierte das SWR-Symphonieorchester und der Applaus gilt hier der Komponistin, die Baldur Brönnimann gerade auf die Bühne gefunden hat. Extra Applaus für das Schlagzeug, das eine ganz wichtige koordinierende Rolle hier hat. Und jetzt steht das ganze Orchester nochmal. Die Komponistin und Kuratorin Clara Janotta, 1983 in Rom geboren und heute in Berlin zu Hause. Sie versteht ihre Musik seit jeher auch als eine Art Tiefenbohrung, als Erforschen des Selbst. Eine Krankheit vor gut 2 Jahren änderte diese sich fortschreibende Logik ihres Komponierens. Ich weiß, schreibt Clara Janotta im Programmbuch der Donaueschinger Musiktage, ich weiß, dass ich nicht mehr dieselbe Musik wie früher schreiben kann. Aber ich weiß noch nicht, wer ich bin und was meine Musik sein wird. Ihr Weg im neuen Stück mit dem Titel Where the Dark Earth Bends, wo sich die dunkle Erde krümmt, ist ein Vorstoß ins Offene, an dem neben dem SWR-Symphonieorchester ganz wesentlich 2 Solisten beteiligt sind, das Posaunenduo Rage Thornbones. Weston Olensky und Matti Barbier sind als Duo der tiefen Frequenzen in verschiedenen Genres zu Hause. Der Name Thornbones ist ihre Wortschöpfung, eine Verbindung aus Englisch Thorn für Stachel, Dorn, Bone für Knochen und natürlich Trombone-Posaune. Sie haben über die Jahre einen ganz eigenen Sound entwickelt, im tiefen Register mit Frequenzüberlagerung, Untertönen und Rhythmen. Das Orchester verbindet sich mit den beiden Soloparts durch speziell eingefärbte, zumeist liegende Cluster. Ungewöhnliche Spieltechniken, Mikrointervalle kommen zum Einsatz. Die Instrumente sind teilweise präpariert, gelegentlich hört man auch die Stimmen der Orchestermusiker. So. Das ganze Stück, es ist basiert auf Aufnahmen, die ich gemacht habe, als ich Krebs-Treatments ich hatte Krebs vor 2 Jahren und ich habe die Strahlentherapie als Klangerfahrung genommen. Und das war wirklich interessant, weil es gab so viele Geräusche und diese Maschine, sie würden sich bewegen ständig. Und das war sehr, sehr interessant und ich habe gedacht, okay, ich werde ein Stück über diese Erfahrung schreiben und das genau ist, was ich gemacht habe. So, die Geräusche kommen entweder von der Orchester oder von der Soliste, kommen auf diese Aufnahme, die ich habe. Und manchmal sie sind sehr, sehr klar, manchmal sie sind ein bisschen blurry, manchmal es gibt andere Geräusche dazu. Und deshalb, es gibt alle diese Präparationen auf die Instrumenten und andere Objekte und so weiter. Genauso was ich brachte, diese wirklich unangenehme manchmal Geräusche. Genau, das ist ein Extended Orchestra, also ein erweitertes Orchester. Die spielen, jeder hat sein Instrument. Aber fast jeder hat auch noch etwas dazu oder etwas am Instrument, das es verändert. Normalerweise, ich fange niemals mit dem Instrument an. Wenn ich denke an einen Klang, was ich mache, ist, dass ich versuche nur, diesen Klang zu verstehen. Und manchmal, es passiert, dass wenn ich einen Klang komponieren muss und ich habe ein Instrument, dieses Instrument ist nicht genug. Und deshalb, ich brauche vielleicht eine Präparation oder ich brauche ein anderes Objekt. Also alle diese Objekte, die ich in diesem Orchesterstück habe, ich habe sie, weil ich brauche sie. Sonst ich würde nicht genauso diese Klänge, die ich im Kopf habe, bekommen. Clara Janotta braucht für ihr neues Werk also unter anderem Pappkartons, auf denen mit Bratschenbögen gestrichen wird, oder Spachtel oder Vogelpfeifen, aber auch Megafone und verschiedene Mundharmonikas, manche mit, manche ohne Präparation. Eine Elektronikspur kommt noch dazu.
die liefert Geräuschaufnahmen, zum Teil direkt aus dem Zusammenhang der Strahlentherapie, dieser Geräte. Und alles in allem ist es eine kollaborative Arbeit gewesen mit den Posaunisten, mit dem elektronischen Mitarbeiter oder Komponisten Chris Wissenbeng. Corona-Erkrankungen haben im Team haben damals die Uraufführung verhindert. Die sollte nämlich im letzten Jahrgang schon stattfinden in Donaueschingen. Nach einer weiteren Überarbeitung durch die Komponisten hören wir aber jetzt die Uraufführung der neuen Version von Where the Dark Earth Bends für Rage Thornbones, Orchester und Elektronik von Clara Janotter. Es spielen Rage Thornbones und das SWR Symphonieorchester. Die Elektronik liegt in den Händen von Chris Quisenbanks. Die Leitung hat Waldo Brönnimann.
Where the Dark Earth Bends für zwei Posaunen, Orchester und Elektronik von Clara Janotta. Rage Thornbones mit Weston Olensky und Matty Barbier. Und das SWR-Symphonieorchester spielten die Uraufführung der neuen Version. Die Leitung hatte Balbo Brönnmann. Jetzt gibt es doch noch mal einen Auftritt der Solisten. Die beiden Posaunisten und Balbo Brönnmann sind noch mal nach vorne gekommen. Im letzten Jahr haben ja die beiden das ausgefallene Stück sozusagen ersetzt mit einem spontanen eigenen Werk. Mit der Idee, dass ja vieles von dem, was die beiden entwickelt haben als Tieffrequenz-Duo, auch Grundlage für das ist, was das Orchester dann am Ende in diesem neuen Stück von Clara Janotta macht. Also eine echte Kollaboration, in dem wie diese Klänge entstanden sind. Hier in der Barsporthalle in Donaueschingen beginnt jetzt die Konzertpause. Danach erwartet uns noch eine weitere Auftragskomposition der Donaueschinger Musiktage mit dem SWR-Symphonieorchester Occam Ocean Cinquanta von Eliane Radic, entstanden in enger Zusammenarbeit mit Carol Robinson. Leonie Reinicke hat sich im Vorfeld intensiv mit der französischen Komponistin und Elektronikpionierin beschäftigt. Hier ist ihr Porträt von Eliane Radic. Sounds are alive, they're breathing all the time. Die Klänge sind lebendig, sie atmen die ganze Zeit. Es sind verschiedene Arten der Vibration. Vermutlich klingt es etwas stumpf, wenn man sagt, dass Elians Klänge vibrieren, denn natürlich vibrieren alle Klänge. Aber ich meine damit eher eine grundsätzliche Vitalität. Es sind niemals unbewegliche Klänge, sondern sie sind immer in Bewegung. Elian selbst beschreibt ihre Musik als Klänge in Klängen. She always said that to her making music is creating sounds within sound. Das sagt François Bonnet, Komponist, Musiktheoretiker und Klangregisseur über die Musik von Eliane Radic. Sie zählt zu den mittlerweile bekanntesten Elektronikpionierinnen des 20. Jahrhunderts. Musikalisch sozialisiert im Kreis der Musique Concrète um Pierre Schaeffer, entwickelte sie im Laufe der Jahrzehnte ihre eigene, unverwechselbare Klangsprache. Eine Musik der Langsamkeit und der subtilen Veränderungen. Ein Klang ist in Radics Stücken niemals nur ein einzelner Ton, sondern immer ein vielschichtiges Gebilde. Und es geht der Komponistin um die Veränderung dieses Gebildes in kaum wahrnehmbaren Übergängen. Die 1932 in Paris geborene Französin Eliane Radic verbrachte die meiste Zeit ihrer Laufbahn mit einem einzigen Instrument, dem analogen Modular-Synthesizer ARP 2500. Damit schuf sie Musik von maximaler Langsamkeit und Sparsamkeit im Material. Akustische Szenarien, die Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen und in denen vordergründig nicht viel zu passieren scheint. Es ist eine Musik, die die Gemüter spaltet. Was dem einen zu monoton oder langatmig ist, empfindet die andere als tiefgründig und hochkomplex. Festhalten lässt sich, erst bei genauem und geduldigem Hinhören offenbaren sich die unzähligen Details und Mikrostrukturen, die zum Teil auch als räumliche Tiefenstaffelungen wahrnehmbar sind. So sieht es auch der in Paris lebende François Bonnet. Er ist Direktor des Forschungsinstituts für elektroakustische Musik INA-GRM. Schon seit Jahrzehnten ist er mit Radics Musik vertraut und verantwortet bei Aufführungen ihrer Stücke oft die Klangregie.
It's a music that is interlinked to listening process and experiential process. Es ist eine Musik, die in besonderem Maße das Zuhören, den Prozess der Wahrnehmung fokussiert. Es ist keine Fremdsprache, die du beim Hören zu verstehen und zu entschlüsseln versuchst, sondern es geht darum, einfach mit dem eigenen Hören konfrontiert zu sein. Elians Musik ist sozusagen eine Zusammenkunft ihres und deines Hörens. Und genauso wie sie jedes Detail, jede Entwicklung in ihren Stücken mit großer Sorgfalt kreiert hat, so aufmerksam muss man auch zuhören. Denn jede noch so kleine Mikrovariation spielt eine zentrale Rolle innerhalb der Evolution eines Stücks. Significative part of the music evolution. Um Elians Musik zu verstehen, muss man keinen Code knacken oder ein System durchschauen. Es gibt auch keine Botschaft, die man übersetzen müsste. Sondern man gelangt beim Hören in einen Zustand, in dem man versucht, die einzelnen Schichten bewusst wahrzunehmen und voneinander zu unterscheiden. Es ist ein bisschen wie, als würde man das Meer betrachten. Wenn man das Meer aus der Ferne anschaut, sieht man eine ebenmäßige Fläche. An den Küsten und Klippen ist die Struktur des Wassers schon komplexer. Und wenn man genau hinschaut, erkennt man Wellen. Man kann eine einzelne Welle mit den Augen verfolgen und irgendwann sieht man kleinere Wellen, die sich innerhalb von großen Wellen entfalten. Das kann man besonders gut erkennen, wenn man sich beispielsweise eine Videoaufnahme des Meeres anschaut und sie in höherer Geschwindigkeit abspielt. Es geht also ums genaue Beobachten, um die phänomenale Dimension von Elians Musik. To get it into the phenomenal dimension of what's happening, and I think it's what it is about. Elian Radics Stücke sind oft über eine Stunde lang. Und immer steckt etwas in ihnen, das sich wie von selbst weiterzuentwickeln scheint. Ein Pulsieren, ein Strömen und Verwirbeln, ein scheinbar lebendiger Organismus. Es ist eine Musik, in die man abtauchen oder zu der man meditieren kann. Ohne expressive Performance, ohne effektheischende Bühnenshow. When she was diffusing it, she wanted to be almost invisible. When she could, she would be. Als Elian ihre Stücke zur Aufführung gebracht hat, wäre sie am liebsten unsichtbar gewesen, in einer Kabine neben dem Konzertsaal oder ganz woanders. Denn sie wollte die ästhetische Erfahrung nicht stören. Einmal sagte sie, dass sie natürlich mit ihrem Synthesizer auf die Bühne hätte gehen können. Sie war damals eine gut aussehende Frau und es hätte dem Publikum bestimmt gefallen, sie spielen zu sehen. Aber es geht ihr eben nicht um Selbstdarstellung, sondern eher um Selbstauslöschung. Die Zuhörer sollen vergessen, dass irgendwo hinter dieser Musik ein Mensch steht, der alles zusammengesetzt hat oder der die Klangregie verantwortet. Elian Radic wollte nie als Persönlichkeit im Rampenlicht stehen. Das entsprach auch ihrer Arbeitsweise. Ihre Stücke entwickelte sie alleine zu Hause in New York, mit ihrer Maschine. In diesen oft monatelangen Prozessen entstand eher selten eine Partitur oder ein Schaltplan auf Papier, sondern direkt ein klangliches Substrat. Das mit dem Synthesizer gewonnene Material hat Radic in vielen Lagen übereinander geschichtet, eine Arbeit, die etliche Durchläufe erfordert und die live gar nicht möglich wäre. Dazu kommt, dass es ihr generell wichtig war, im Vorfeld über die Verlaufsform einer Komposition nachzudenken. All of our pieces, electronic pieces, are formally determined beforehand. All ihre Stücke hat Elian sorgfältig geplant, bevor sie mit dem Zusammensetzen von Klangmaterialien begonnen hat. Natürlich können sich während des Prozesses nochmal Adaptionen oder neue Ideen ergeben, aber grundsätzlich war bei allen Stücken immer im Vorfeld schon etwas da. Das kann ein Bild, ein Eindruck, eine Erfahrung oder auch eine Geschichte sein. Über manche dieser Inspirationsquellen spricht sie, andere bleiben ein Geheimnis.
Oft gibt auch der Titel eines Stücks Hinweise zur Idee. Beispielsweise spielt das Stück C-847 auf den Flugzeugtypen Boeing 747 an. Das geht zurück auf einen Interkontinentalflug, bei dem Ilyan all die Frequenzen an Bord in Erinnerung geblieben sind. Einige andere Stücke, wie zum Beispiel die Trilogie de la Mort, befassen sich mit verschiedenen Erfahrungen des Lebens und mit Ilyans Beziehung zum Buddhismus, zu dem sie 1975 konvertiert ist. Allen Kompositionen liegt also eine Geschichte zugrunde. Und wenn die Menschen Ilyan fragen, warum ihre Stücke so lang sind, dann antwortet sie, eine Geschichte braucht Zeit, um erzählt zu werden. And she tells, because there's stories behind, and a story needs time to be told. Der ARP 2500 Synthesizer prägte Ilyan Radics Schaffen über 30 Jahre. 1970 entdeckte sie das Instrument und arbeitete fortan ausschließlich mit ihm. Davor aber war sie auch schon in der elektronischen Musik aktiv. Sie hatte zunächst Klavier studiert und kam dann mit der Musik konkret in Berührung. 1967 wurde sie Assistentin von Pierre Henry und begann ihre eigene musikalische Ästhetik zu entwickeln. Dazu gehörten natürlich die synthetisch erzeugten Klänge, aber hin und wieder auch Samples von vertrautem Klangmaterial. Textfragmente zum Beispiel oder auch Ausschnitte aus berühmten Opernarien, so wie in dem 55-minütigen Stück L'Île Résonante. L'Île Résonante stammt aus dem Jahr 2000. Es ist Ilyan Radics letzte elektronische Komposition. Nach der Jahrtausendwende gab sie das Komponieren mit dem Synthesizer auf und begann nur noch für akustische Instrumente zu schreiben. Dazu der Klangregisseur François Bonnet. When she decided to stop working with ARP, to me, as far as I understood the situation, she was done with music. Ich habe es so verstanden. Als Ilyan sich dazu entschied, mit ihrer Arbeit am ARP-Synthesizer aufzuhören, hatte sie mit der Musik abgeschlossen. Sie war in ihren 70ern und hatte einfach nicht mehr die Kraft und die nötige Konzentrationsfähigkeit für die komplizierte Arbeit an den Reglern und die vielen sehr langsamen Bewegungen. Also entschied sie sich, mit der Musik ganz aufzuhören. Aber etwa zur gleichen Zeit kam ein Musiker auf sie zu, der E-Bassist Kasper Teplitz. Er bat sie, ein Stück für ihn und sein Instrument zu komponieren, was sie zunächst abwehrte. Aber schließlich fanden die beiden doch einen Weg, zusammenzuarbeiten, und es entstand ihr erstes Stück für einen Instrumentalisten. Nach und nach bekamen andere Musiker davon mit und es kamen immer mehr auf Ilyan zu und wollten etwas von ihr komponiert bekommen. In diesem Zuge entstand dann ihr Ockham-Zyklus. So konnte sie weiter Musik machen. Die Arbeit am Synthesizer nahm sie nicht wieder auf, da sie einfach zu kräftezehrend war. Aber für Instrumentalisten konnte sie schreiben. Und damit begann eine neue Ära. Open for her. Seit 2011 arbeitet Ilyan Radic an ihrem Zyklus Ockham für Soloinstrumente, kleine Kammermusikbesetzungen und selten auch mal für größeres Ensemble. In gewisser Hinsicht sprechen diese Stücke noch immer die Sprache der elektronischen Musik. So sieht es auch der britische Tubist Robin Hayward. Er ist regelmäßig an Aufführungen von Ockham beteiligt. Her sound concept. Ilyans Klangkonzept basiert auf ihrer Beschäftigung mit dem ARP 2500 Synthesizer und dem Sound, den sie damit entwickelt hat. Genau diesem Klangideal folgen auch ihre Stücke für akustische Instrumente. Außerdem wird vom Zuhörer die gleiche Art von Aufmerksamkeit verlangt wie in ihren elektronischen Stücken.
Die Töne, die wir Instrumentalisten spielen, sind oft sehr tief. Aber die Musik, das sagt Ilian selbst, passiert viel weiter oben, nämlich im Bereich der hohen Obertöne, die mitschwingen. Das funktioniert besonders gut mit tiefen Instrumenten, die einen großen Resonanzkörper haben. Deshalb ist auch eine ganze Reihe der Ockham-Stücke für Cello, Fagott, Harfe und Tuba komponiert. Beim Hören von Ilian Radics Instrumentalstücken könnte man meinen, sie seien vergleichsweise einfach zu realisieren, denn die Musiker spielen nichts weiter als lange Liegetöne. Es ist, ähnlich wie Radics elektronisches Werk, eine Musik ohne Melodien oder Motive, ohne Kontraste, ohne polyphone Satztechnik und ohne erkennbares Formschema. Aber auch hier liegt das Abenteuer im Detail. Und gerade deshalb sei Radics Musik keineswegs einfach zu spielen, erklärt Robin Haywood. You have to remain very concentrated. Man muss dauerhaft sehr konzentriert sein, wenn man Ilians Stücke spielt. Denn die Gefahr zu versagen ist hier besonders groß. Es gibt keine Partitur, an die man sich einfach halten könnte. Sondern die Stücke sind jedes Mal ein bisschen anders. Ilian gibt uns keine Noten, sondern sie bittet uns, Bilder zu imaginieren und dazu zu spielen. Insofern haben wir als Interpreten hier vielleicht eine noch größere Verantwortung und einen größeren Einfluss als bei Stücken, die vollständig ausnotiert sind. Dazu kommt, dass man ausschließlich lang anhaltende Töne spielt. Dafür muss man sehr fokussiert sein, denn die musikalischen Bewegungen sind extrem fein. Und man muss immer ganz genau auf die anderen Musiker hören und sein Timing sorgfältig mit ihnen abstimmen. Vor allem als Bläser muss man dafür eine gute Atemkontrolle haben. Ilian Radic betrachtet ihre Instrumentalstücke nicht als fertig komponierte, feste Einheiten, sondern als lebendige Organismen, die sich verändern können. Statt mit Partituren arbeitet sie mit der Imagination von Bildern. Häufig sind es Szenarien mit Wasser. Diese Bilder sind keine festen Setzungen, sondern nur Anregungen für die Instrumentalisten. Sie sollen sich selbstständig ihr persönliches Wasserszenario vorstellen und werden damit teilweise zu Mitschöpfern der Musik. So verhält es sich auch in der jüngsten Komposition, dem Orchesterstück Ockham Océan Cinquanta, einer Arbeit, die Radic gemeinsam mit der Klarinettistin und Komponistin Carol Robinson entworfen hat. Dieses Stück, sagt Robinson, ist nicht meine oder Ilians Musik, es ist unsere Musik. Die Einstudierung von Ockham Océan Cinquanta mit dem SWR-Symphonieorchester hat auch Carol Robinson verantwortet und Radics Konzepte an die Musiker weiterkommuniziert. Mit dem Ockham, das ist fast immer Wasser. Das könnte ein Ozean wieder mal oder ein Fluss oder etwas, aber Wasser und das lebende Wasser, das bewegende Wasser. Und was passiert, wenn das zum Beispiel ein Fluss ist, von Anfang bis Ende. Das ist wie ein Partitur oder wie ein Timeline. Das dauert nicht immer gleich, weil ein Raum hat eine andere Akustik. Aber die Image macht ein Bild und wir wissen, wo wir gehen. Eine konventionelle Partitur findet man auch bei diesem Stück nicht. Aber in Ilian Radics Instrumentalmusik geht es ohnehin nicht um eindeutige Klangvorstellungen, die eins zu eins umgesetzt werden müssen. Sondern, das sagt auch der Klangregisseur François Bonnet, es geht vielmehr um die Erfahrung eines unmittelbaren Austauschs zwischen Komponistin, Musikern und Zuhörern. Einen Austausch des Hörens, ein Bild, das in der Luft liegt, eine Denkgemeinschaft.
Ein Porträt der Komponistin Eliane Radic von Leonie Reinecke. Im SWR 2 Abendkonzert senden wir live von den Donaueschinger Musiktagen. Und das Orchesterstück Occam Ocean Cinquanta von Eliane Radic und Carol Robinson, das wir in knapp 10 Minuten hören werden, das entstand, im Beitrag klang es schon an, auf für ein Sinfonieorchester sehr ungewöhnliche Weise. Die übliche Vorbereitung der Musikerinnen und Musiker, sich Noten abholen, einrichten, durchgehen und gegebenenfalls üben, um sich dann in den Proben an diesen Noten und an einem Dirigenten zu orientieren, das fiel hier alles weg. Mit dem Solocellisten Frank Michael Gutmann und der Stimmführerin Zweite Geigen Emily Körner habe ich zwischen den Proben über diese Arbeit gesprochen und sie zunächst gefragt, wie die Arbeit denn begonnen hat. Es gab ein erstes Treffen von ein paar von uns. Da waren wir beide dabei und noch 3 weitere Kollegen. Und mit Carol Robinson war dieses Treffen. Und vor etwa einem Monat, und da konnten wir einen ersten Eindruck kriegen und sie auch von uns. Und da haben wir ein bisschen Dinge probiert. Anleitungen in dem Sinn gab es schriftlich gar nicht vorher, sondern das Werk entsteht im Probenprozess. Was wir noch bekommen haben, war ein Gespräch von Carol Robinson mit Eliane Radic, ein Video, wo die beiden sich über ihre Musik unterhalten und ein paar Klangbeispiele von anderen Werken von ihr. Also das war eigentlich das, was man individuell zu Hause vorbereiten konnte. Waren die Klangbeispiele sehr spezifisch? Konnte man sich da schon so einschwingen buchstäblich? Die Musik ist ja sehr meditativ, würde ich jetzt mal sagen. Klangflächen, Cluster, ruhige Stimmung und also ein Thema, das über diesen Zyklus ja steht, ist das Thema Wasser. Also es geht um verschiedene akustische Darstellungsformen von Wasser in all seinen Formen. Es taucht im Beschreibungstext auf das Bild vom flüssigen Pfad, also statt jetzt einer, der klar ist, ein Weg, sondern so ein flüssiger Pfad. Ist dieses Wasserding für diese Art Musik zu machen für euch ein gutes Bild? Ich denke, das ist ein gutes Bild und ich denke, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass man so ein gemeinsames Bild auch haben kann, gerade wenn man das in dieser, für diese Musik bisher ungewöhnlich große Besetzung und dass wir uns alle auf irgendeine Art Weg gemeinsam begeben, das ist ja auch so in diesem Probenprozess auch und so ist die Musik auch, also so entsteht sie, so ist sie auch gedacht. Da ist auch ein Findungsprozess dabei. Also auch dieser Weg oder dieser Pfad ist auch irgendwie noch flüssig, sage ich mal so. Da schwingt ja schon mit, dass es erstmal nicht so richtig Orientierungspunkte gibt, ne? Also weder von jemandem, der den Takt schlägt, noch von irgendeiner Art von Partitur. Wie orientiert ihr euch oder lasst ihr alle Orientierungssausen? Also es war, glaube ich, tatsächlich schon mal lustig, als wir in den Raum reingekommen sind und da standen keine Notenständer. Das ist ja, wir sind ein Orchester, was gewohnt ist, von Noten zu spielen. Und der Aufbau war sicher auch für die Orchesterwarte ein spezieller. Die haben sich die Pläne vorher auch wahrscheinlich 3-mal angeguckt, wirklich keine Notenständer. Also dieser Anhaltspunkt fällt schon mal weg. Und dann haben wir natürlich gefragt, schon bei diesem Vortreffen, ob es dann irgendwelche schriftlichen Anleitungen gibt. Das hat man manchmal bei so halb improvisierten Stücken, wobei das, was wir bekommen haben, eigentlich als einziges war jeder ein kleines Blöckchen und ein Kugelschreiber. Und da kann jede Musikerin, jeder Musiker sich aufschreiben, was man als Gedächtnisstütze oder Wegweiser auf diesem flüssigen Pfad braucht. Mehr gab es bisher nicht und natürlich viele Gespräche über diese Musik. Das ist sehr interessant, wie das entsteht. Einerseits muss eine Entwicklung stattfinden und die ist schon gedacht. Also es gibt ja einen Plan, aber die soll nicht festgelegt werden, die soll entstehen. Und das ist für uns, glaube ich, alle eine relativ neue Erfahrung, zumindest in so einem Orchester. Wenn man selber mal improvisieren versucht hat oder in andere Arten von Ensembles gespielt hat, hat man sowas vielleicht schon mal gemacht, aber nicht im Orchester so. Ja, es müssen ja dann doch irgendwie 50 Leute auch zusammenkommen. Also die einzelne Entscheidung kann ja nicht ganz frei passieren oder zumindest braucht es Absprachen. Das merkt man auch in den Proben. Ihr sprecht euch eigentlich ab, ne? Ihr vereinbart sogar bestimmte Zeichen oder wo keine sein sollen. Habe ich das richtig gesehen? Wir sind einerseits Gruppen und andererseits sind wir nicht Gruppen. Wir sind Individuen innerhalb dieser Gruppen, weil wir sollen auch auf den Klang reagieren können.
die da entsteht. Das kann man ja nicht festlegen und sagen, das wird so und so sein und dann passiert das und das. Andererseits, weil wir eben große Gruppen sind, müssen wir natürlich irgendwie wissen, wie wir uns da langhangeln. Und das ist ein großer Teil von dem, was wir jetzt auch proben, muss auch organisiert werden ein Stück weit. Die redet auch oft zum Beispiel von aneinander ziehen, dass ein Klang am anderen so ziehen sollte. Das funktioniert und das ist aber etwas, was wir natürlich nicht gewohnt sind. Das müssen wir noch üben. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen Zeit bekommt. Und heute haben wir eher, wie gesagt, die Organisation gemacht und dieser Teil ist, glaube ich, aber auch nicht unwesentlich, weil das Stück auch nicht ganz kurz ist und es soll wirklich eine große Ruhe entstehen und es hat was, ja, Inniges auch oder Meditatives, wie der Michael gesagt hat. Also diesen Aspekt, glaube ich, wird wahrscheinlich noch in den nächsten Proben auch noch ein bisschen mehr Zeit bekommen. Geht es da auch um Zuhören in einer neuen Dimension? Auf jeden Fall. Also zunächst mal sich selbst zuhören und dann zu hören, was passiert um mich herum. Und ja, wie Emily gerade sagte, es ist eine andere Form der Herausforderung, weil natürlich normal, man ist ausgebildet, dass man dann bei schweren Stücken möglichst viele Töne möglichst sauber in möglichst kurzer Zeit irgendwie spielen kann. Und hier ist also genau das Gegenteil. Man muss also erstmal, man kommt rein in den Raum, es gibt keine Notenständer, man muss sich doch eigentlich ein bisschen runterfahren und dann sich konzentrieren auf diese Ruhe, auf eine innere Ruhe, das ist wirklich eine Herausforderung. Und das mit 50 Leuten zu machen, ist noch eine größere Herausforderung, die eben auch normalerweise gewohnt sind, gemeinsam so schnell wie möglich was einzustudieren und jetzt was Schweres. Und das ist eine ganz andere Schwierigkeit, nämlich wirklich in der Einfachheit, die es dann wieder kompliziert macht, eben dem Klang nachzuhören, einen Ton ganz langsam zu ziehen und eine Entwicklung zu machen. Also jetzt wir als Streicher, wir können also den Bogen ganz langsam ziehen, dann soll es innerhalb dieses einen Bogenstrichs vielleicht ein kleines Crescendo geben oder eine Klangveränderung. Das ist man im normalen Orchesterspiel nicht so gewohnt und das ist eigentlich sehr gesund. Von den Proben zu Occam Ossian Cinquanta, einer Komposition für 50 Musikerinnen und Musiker von Eliane Radic und Carol Robinson. In vier Gruppen der unterschiedlichen Register ist das Orchester organisiert in diesem Stück. Es gibt also die Holzbläser, ein paar Blechbläser, hohe Streicher und tiefe Streicher. Und jeder Gruppe ist ein Schlagzeuger zugeordnet. Sieben Abschnitte hat es. Sieben unterschiedliche Formen von Wasser werden darin thematisiert, also Zwischentropfen und Rinnsal und Feuchtigkeit im Allgemeinen und etwas, was etwas mehr strömt. Fließend und damit fast unmerklich sind auch die Übergänge zwischen diesen Abschnitten. Und eigentlich muss man dieses alles auch gar nicht so genau wissen, denn es geht mit Hilfe von Obertönen, Teiltönen, Kleinpulsen und Überlagerungen um langsame, graduelle Farbverschiebung durch das Orchester hindurch. Gerade die Konzentration auf bestimmte Schwingungen und langsame Verläufe entwickelt so die Idee des Occam-Zyklus für die Zuhörenden eine Sogwirkung. Also man wird ins Innere der Musik hineingesaugt. Das Stück lässt sich nur im direkten Kontakt, also durch mündliche Weitergabe, vermitteln. Es gibt keine Noten und es wird auch nach der Uraufführung keine Noten geben. Damit erinnert die Arbeit an orale Traditionen früherer Jahrhunderte, zum Beispiel die Wiedergabe von Volksmusik. Inhaltlich klanglich geht es um Wasser, das klang schon an. Verschiedene Wasserbilder bestimmen also die Abschnitte des Stücks. Die sollen nicht im Detail bekannt sein. Es geht ja auch nicht um naturalistische Abbildung. Und doch ist es interessant, dass sie von unmittelbaren Erfahrungen inspiriert sind. Das Stück beginnt, so viel darf wohl verraten werden, im Oktobernebel des Schwarzwalds. Diese Nebelklänge, das muss man vielleicht noch dazu sagen, die Carol Robinson, die das Stück einstudiert hat mit den Musikerinnen und Musikern des Orchesters, diese Nebelklänge sind für sie extrem feine Klänge, extrem leise. Also wir haben hier nochmal den Fall, dass das Stück passagenweise sehr an der Grenze des Hörbaren ist, aber erfahrungsgemäß bei entsprechender Konzentration auch im Saal
gibt es einen ganz eigenen Zauber, eine ganz eigene Wirkung. Carol Robinson ist ja Amerikanerin, aber sie lebt schon sehr lange in Paris. Also sie selber ist Komponistin und Klarinettistin und komponiert auch. Sie schreibt, wenn sie selber komponiert, auch tatsächlich Noten. Aber seit geraumer Zeit, also ich glaube seit 2006, arbeitet sie ja mit Eliane Radic zusammen und hat also immer die Aufnahmen mitgebracht, die sie aus den Proben hatte und mit Eliane Radic angehört. Und dann ist sie wiedergekommen und die Arbeit mit dem Orchester ging weiter. Das Orchester, das ist jetzt aufgetreten und spielt zusammen mit Carol Robinson, die als eine Art sanfte Koordinatorin auf der Bühne mit dabei ist. Occam Ossian Cinquanta für Orchester von Eliane Radic und Carol Robinson.
Jan Radic und Carol Robinson, Occam, Ossian, Cinquanta. Das SWR-Symphonieorchester spielte die Uraufführung dieser Komposition am Schluss dieses Eröffnungskonzerts bei den Donaueschinger Musiktagen 2023.